Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Aller Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und der Frieden und Segen seien auf dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitte kommt etwas näher, meine lieben Geschwister im Islam. Es kommen immer mehr Leute rein, deswegen inshallah, dass wir Platz haben für die Geschwister. Meine lieben Geschwister im Islam, wir haben letzte Woche über ein gewaltiges Thema gesprochen, und zwar über die Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben gesagt, dass die Bedeutung der Anbetung zu Allah bedeutet, dass man Allah subhanahu wa ta'ala auf vollkommene Art und Weise liebt und dass man sich Allah subhanahu wa ta'ala auf vollkommene Art und Weise ergibt. Das heißt, die Anbetung ist aufgebaut auf zwei Dinge. Auf die Liebe zu Allah und auf die Unterwerfung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Anbetung. Das ist Al-Ibadah. Und diese Anbetung Al-Ibadah ist der Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und ich habe die Menschen und die Djinn aus keinem einzigen Grund erschaffen, außer dass sie mir dienen. Und die Dienerschaft ist nicht beschränkt auf das Gebet oder auf das Fasten, sondern die Dienerschaft, wie Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sagt, ist ein allgemeiner Begriff für alles, was Allah liebt und ihm gefällt. Von den Taten und den Aussagen, seien sie äußerlich sowie auch innerlich. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Anbetung etwas ist, was viel größer ist, als das wir uns vorstellen. Die Anbetung zu Allah, dass man sich Allah subhanahu wa ta'ala ernährt, ist viel größer, als wir manchmal denken. Es ist alles, was man an Taten begeht, seien sie äußerlich so wie auch innerlich. Äußerliche Taten sind bekannt, wie das Gebet, das Fasten, die Umrah, die Hajj, die Sadaqa und so weiter. Aber die innerlichen Taten, was ist damit gemeint? Damit sind die Taten des Herzens gemeint. Und die Taten des Herzens sind die größten Taten überhaupt. Es gibt keine Tat, die größer ist als die Tat des Herzens. Und deswegen haben die Gelehrten gesagt, ist die Anbetung die Tat, die man äußerlich macht und so wie auch innerlich. Wie zum Beispiel die Angst, das ist eine innerliche Tat. Die Furcht ist eine innerliche Tat. Das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala ist eine innerliche Tat vom Herzen. Das kann man nicht von außen sehen, direkt. Sondern das sind Taten des Herzens. Und natürlich Taten und Aussagen, die Allah liebt und die ihm gefallen. Und die Taten, die Allah liebt und die ihm gefallen, sind die Taten, die so gemacht werden, wie Allah subhanahu wa ta'ala es gezeigt hat. Und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es gezeigt hat. Das heißt, die Erneuerungen, Al-Bid'ah, sind nicht oder gehören nicht zu den Dingen, die Allah liebt und die Allah gefallen. Im Gegenteil, es sind Dinge, die Allah verabscheut und die Allah subhanahu wa ta'ala als verboten erklärt hat. Deswegen, man kann Allah subhanahu wa ta'ala mit keiner anderen Sache nahe kommen, außer mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala geboten hat. Und was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gezeigt hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einem authentischen Hadith von Mu'ad ibn Jabal berifat, er fragte ihn, ja Mu'ad, weißt du, was das größte Recht ist? Oder weißt du, was das Recht von Allah gegenüber seinen Dienern ist? Und was das Recht seiner Diener gegenüber Allah ist? Mu'adh ibn Jabal sagte, Allah und sein Gesandter wissen am besten. Und diese Antwort zeigt oder deutet auf das Benehmen von Mu'adh ibn Jabal gegenüber dem Wissen. Nicht wie wir heute. Wir werden gefragt und wir geben direkt Antwort, obwohl wir nicht wissen. Er sagte, Allah und sein Gesandter wissen am besten. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, das Recht von Allah gegenüber seinen Dienern ist, dass sie ihn anbeten und ihm nichts beigesellen. Und die Anbetung zu Allah bedeutet auch, dass man das praktiziert, was er geboten hat, die Pflichten. Und dass man das unterlässt, was Allah verboten hat. Dann sagt er weiter, sallallahu alaihi wasallam, und das Recht von den Dienern gegenüber Allah ist, dass er keinen bestraft, der ihm nichts beigesellt. Das heißt, meine lieben Geschwister im Islam, derjenige, der diesen Tawhid, diesen Monotheismus, diesen Eingottglaube vollständig praktiziert,
Derjenige, der Allah vollständig gehorcht, ohne ihm etwas beizugesellen, ist einer der Paradiesbewohner. Ist ein Paradiesbewohner. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Paradiesbewohnern machen. Amen. Deswegen ist diese Sache gewaltig. Es ist das Recht von Allah subhanahu wa ta'ala. Und es ist eines der Bedeutungen von La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eines der Bedeutungen von dieser Shahada, von diesem Glaubensbekenntnis ist, dass man das praktiziert, was Allah geboten hat. Und dass man das unterlässt, was Allah verboten hat. Wenn du den Alkohol unterlässt, dann hast du damit Allah angebetet. Wenn du das Gebet praktizierst, dann hast du damit Allah angebetet. Wenn du den Hijab als Frau anziehst, dich bedeckst, dann hast du damit Allah angebetet. Das ist die Bedeutung von Ibadah. Bedeutung von Ibadah ist nicht, dass ich mich jetzt zurückziehe in die Moschee und einfach nur ein bisschen bete und Koran lese. Nein, das ist ein Teil von der Ibadah. Aber die Ibadah ist viel größer. Es ist der Grund, warum uns Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt erschaffen hat. Allah sagt im Koran, und ich habe die Menschen und die Djinn aus keinem einzigen Grund erschaffen, außer dass sie mir dienen. Das heißt, das Essen, das Schlafen, die Arbeit, die Schule, all diese Dinge sind nur Mittel zum Zweck. Sind nur dafür da, damit wir Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das Leben geschenkt, damit wir ihn anbieten. Und deswegen ist Allah subhanahu wa ta'ala derjenige, der es verdient hat, angebetet zu werden. Das heißt, wir reden hier davon, dass Allah subhanahu wa ta'ala es verdient hat, angebetet zu werden. Und deswegen ist es das Recht von Allah. Dein Vater hat Rechte gegenüber dir. Deine Mutter hat Rechte gegenüber dir. Deine Mutter, warum? Weil sie hat dich geboren, sie hat dich auferzogen, sie hat dir zu essen gegeben, sie hat dich erzogen und. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dir das gegeben, was dir nicht mal deine Mutter gegeben hat. Und das ist Al-Hayah, das Leben. Und er gibt dir jeden Tag und jede Nacht Angaben, die du nicht mal aufzählen kannst. Deswegen ist Allah subhanahu wa ta'ala derjenige, der es verdient hat, angebetet zu werden. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch, وَمَا أُمِرُوا. Uns ist wurde ihnen nichts anbefohlen, außer dass sie Allah alleine dienen. Und dabei Hunafa sind, Monotheisten sind. Das heißt, dass sie sich von allem abwenden, was dem Tawhid, diesem Eingottglaube widerspricht. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Monotheisten machen, uns zu den Rechtschaffenen machen und uns Stärke geben und uns Heilung geben und uns zu den Paradiesbewohnern machen.